Noch 3 Tage sind es bis zum 10.10.2010. Ein unglaublicher Wahlkampf für uns alle, für Wien, biegt in die Zielgerade. Selten wurde in Wien so viel über Themen der ÖVP geredet. Selten war auch die ÖVP so präsent in Wien. Und selten hat die ÖVP auch in Wien so viel positive Rückmeldungen erhalten. Das gibt uns die notwendige Kraft, das gibt uns die volle Power, jetzt noch einmal alle Reserven zu mobilisieren und bis zur letzten Minute zu rennen und zu kämpfen. Am Sonntag haben wir eine doppelte Chance. Die erste Chance ist, dass die absolute Macht der SPÖ gebrochen wird. Und die zweite Chance ist die, wie es weitergeht in Wien in den nächsten 5 Jahren. Die Frage ist, wird das mit Rot-Grün sein? Das will niemand, das kann niemand wollen. Eine Stimme für die ÖVP ist aber vor allem auch eine Stimme gegen Rot-Grün. Denn was Rot-Grün bedeutet, das muss uns allen auch ganz klar sein. Rot-Grün ist absolut leistungsfeindlich. Das haben wir im Wahlkampf auch ganz deutlich gesehen. Und da möchte ich Ihnen nur 3 Beispiele auch nennen. Als erstes, Rot-Grün ist leistungsfeindlich, wenn es um Gemeinschaftsarbeit geht. Als zweites, Rot-Grün ist leistungsfeindlich, wenn es auch um die Chancen und ganz besonders um die Chancen unserer Kinder geht. Und als dritten Punkt, den ich anführen möchte, Rot-Grün ist leistungsfeindlich, wenn es um Integration und Zusammenleben in dieser Stadt geht. Darum, meine Damen und Herren, geht es am kommenden Sonntag. Und darum werden wir bis zur letzten Minute, bis zur letzten Sekunde auch mit unserem Team kämpfen. Wir 300 Wahlkampfeinsätze werden wir gemeinsam bis zum Sonntag noch absolvieren. 100.000 Bürgerkontakte wollen wir noch erreichen, damit am 10. Oktober am Abend die absolute Mehrheit der SPÖ fällt und mit der ÖVP endlich wieder frischer Wind in diese Stadt einkehrt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann nahtlos anschließen an Christine Marek, unserer Spitzenkandidatin für die ÖVP hier in Wien. Es geht am kommenden Sonntag nicht nur um eine wichtige Entscheidung in der Stadt, es geht um eine wichtige Entscheidung in Österreich und für Österreich. Und Christine Marek hat angesprochen mit ihrem Team, das heute auch hier vertreten ist, die wirklichen wichtigen Herausforderungen, die vor uns liegen. Und die spielen sich in mehreren Bereichen ab. Während wir für Wirtschaftswachstum stehen, für Unternehmertum, für Menschen, die sich frei entwickeln sollen und wollen und Leistung in den Vordergrund rücken, geht die SPÖ offensichtlich immer mehr dazu über, über höhere Steuern nachzudenken, die Menschen zu belasten. In der Stadt Wien beweisen sie es seit Jahren. Wir brauchen in dieser Stadt mehr ÖVP, mehr wirtschaftliche Vernunft. Die rote Mehrheit steht zur Disposition. 5 Minuten wählen statt 5 Jahre SPÖ absoluter Mehrheit in Wien und gegen 5 Jahre Rot-Grün. Und die Antwort heißt ÖVP, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es ist ganz klar, dass wir gemeinsam und auch ich in den nächsten Stunden und dass das genannt 300 Wahlkampfeinsätze bis zum Sonntag alles mobilisieren werden, damit am Sonntag die absolute der SPÖ weg ist und die ÖVP zurück im Spiel und damit besser für Wien.